Bin mal gespannt. Ich glaube, wir fangen auch mit Komatit an. Dass ich das hier vorne mal raufsetze, um das einfach mal zu demonstrieren, wie ich es so geplant hatte. So ganz grob. Und dann sollen denn da Schilder heran an den Steinarten, dass man auch weiß, was es ist, um es vielleicht selber farmen zu können. Oder halt bei ihm im Laden besser kaufen zu können. Laden, Alter, das soll ja eigentlich... Also sinnvoll, ne? Allein eine Person, die einen Steinbruch betreibt, ist eigentlich utopisch. Diese Person wird irgendwann zusammenbrechen unter der Last, die er trägt da. Insofern war geplant, dass ich das Gebäude mit mehreren Zimmern ausstatte. Also eine Gemeinschaftsküche, mehrere Zimmer, ein Wohnzimmer, dass er eventuell mehrere Angestellte hat. Wisst ihr, die ich, oder das Königreich zur Verfügung stellt? Muss mal gucken. Bin echt am Überlegen, ob ich mir so ein NPC-Wand baue. Also, ich habe jetzt eigentlich indirekt schon verraten, was ich so im Kopf die ganze Zeit plane. Aber ob ich mir selbst NPCs irgendwo hinstelle, die optisch einfach in die Umgebung passen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dass wenn jetzt er hier irgendwann dann mal einzieht und das Königreich mir vielleicht noch ein, zwei Personen schickt, aber dass ich selber für den Steinbruch, den ich ja auch noch irgendwann mal ausheben will, da ein paar Leute reinsetze, ein paar Bergarbeiter oder so, wisst ihr? Wir müssen ja nicht viel machen, außer einfach nur dastehen und so tun, als wenn, ne? Also einfach nur so für die Vollständigkeit halt. Habe ich das nicht gerade ausgehoben? Ah ja, für Licht müssen wir auf dem Hof auch noch sorgen. Ach cool. Man sieht das kaum, zumindest jetzt gerade bei den Lichtverhältnissen. Hier ist auch noch eine. Machen wir einen Test? Wir könnten rein theoretisch... Eglitite, nee, das ist, wartet mal, wir nehmen mal 1. Chromatit Brick 2. Machen es einfach mal. Mal gucken. Ach, das ist schon wieder Brick. Das heißt, oh Gott, wartet mal, wir müssen das sowieso anders angehen. Wie jetzt? Packen wir den Gabbro-Slab hier rein. Davon einen raus. Das packen wir auch mal hier rein. Machen wir das mal hier hinten hin. So, dann kommt der daneben. Normalerweise haben wir davon noch einen. Einen normalen in Chromatit Bricks, genau. Kann man halt rumgehen. Das gibt es alles. Haben wir... Ich weiß gar nicht, ob das alles ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man jetzt die Treppe noch davor stellen. Den Slab. Das ist halt die Frage. Soll das so oder... Nee, dann sieht man ja den anderen wieder nicht. Wartet mal. Nein, nicht den. Angenommen, den daneben setze. Das sind die Chromatit Bricks, genau. Und jetzt den Dings daneben. Nein! Oh Gott! Ich schaffe es noch irgendwann, ich schwöre. So. Das dann dahin. Aber da wird es doch bestimmt noch was geben. Das meine ich halt mit den Sechserblöcken. Aber da könnte man, wenn es jetzt bei Chromatit... Wir brauchen ja nur mal hier gucken. Chromatit... Cobblestone Wall. Das meine ich zum Beispiel. Da könnte man jetzt noch einen Zaun reinstellen. Chromatit Cobblestone Stairs gibt es auch noch. Chromatit Stairs gibt es... Oh, wow. Chromatit Cobblestone Slab gibt es auch. Alter, ne. Das ist halt das, was ich meine. Das durchzuchecken, durchzuprobieren. Das heißt, die Dinger hier... Müssten dann ja da drauf, damit man auch die Unterschiede sieht. Hier drauf kommt dann der Cobblestone Slab und da hinten dann der... Oh Gott. So, komm mal raus hier. Wir brauchen dich nochmal.
Aber so hatte ich mir das halt vorgestellt, dass man von einer Art halt sieht, was es gibt. Denn tatsächlich, die Dinger hier drunter hätte ich mir die ganzen Cobblestone-Dinger sparen können. Quatsch, die Cobblestone, die Carpenters-Dinger, meine ich natürlich. Das ist nämlich richtig. Die hätte ich mir tatsächlich sparen können. So, das heißt, Chromatit Bricks, das gibt's auch nochmal als Slab? Tatsache. Oh Gott. So, und dann nochmal den. Dann können wir nämlich hier drum die Arten der. Da geht's schon wieder los. Genau. Die Arten der Treppen hinstellen. Weil das, ja, das wird spannend jetzt gleich. Wartet mal. Ja, gut gemacht. Schön. Nö, oder? Geht das nicht so? Jetzt so schön. Das heißt, ich muss jetzt von allen nochmal eine Ladung machen. Nee, warte mal, Treppen gehen doch sowieso. So, genau, okay. Einmal das. Jetzt habe ich genau das gebaut, was wir schon haben. Auch nicht schlecht. Wir sind gut. Chromatit. Das kann hier auch rein. Chromatit Bricks, dann brauchen wir die hier wieder. Das hier und dann brauchen wir noch einmal glatt. Sand, dann das hier. Tatsächlich kann man. Tatsache, es geht. Man kann doch Carpenters Blöcke sparen, wie man sieht. Und das ist halt der Sinn und Zweck dieses Areals, dass man halt von vornherein sieht, das ist möglich. Es gibt es halt von allem und jetzt gibt es natürlich noch den Zaun, den ich nirgendwo mehr hinkriege. Das heißt, da ist schon wieder ein Denkfehler drin. Also entweder müssen wir 8 oder. Oh Gott. Wie mache ich das denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das mit dem Zaun bauen? Ne. Oh komm schon, jetzt wollen sie mich aber richtig mobben. Really? Passt nicht mal mehr. Schön. Da 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 da. Da 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 da. Und wo ist der hier? Lass mich raten, von dem gibt es natürlich auch noch einen Zaun. Hallo? Natürlich. Tja, der Peter gehört hier gar nicht rein. Ich habe ein winzig kleines Problem. Ich habe einen Denkfehler. Wie mache ich das denn jetzt? Aber so ist es halt gedacht. Es sieht aus, als wenn das auf Holz gelagert ist. So hatte ich es mir halt vorgestellt. Das heißt, wir können höchstens. Warte mal, den hier wegreißen. Komm mal her. Ach, passt ja nicht mehr, genau. So. So. Und obendrauf kommt der hier. Moment. Eins nochmal anderen. Der. Sammle ich gleich wieder ein. Oder auch nicht. Stapeln wir das halt hier dran, ne? Das war riskant für alle, die vorbeigehen. Das würde die Aufsichtsbehörde wahrscheinlich nicht zulassen. Aber scheiß drauf. So, Chromatit, was haben wir denn noch? Das ist roh. Geschlagen. Brick. Brick Slab haben wir. Was ist das denn? Chromatit Brick. Chromatit Brick Slab. Chromatit Brick Slab übereinander gelegt wahrscheinlich. Genau. Das haben wir. Jetzt gibt es noch die Knöpfe. Die können wir vielleicht noch machen. Dann haben wir die drei Stufen, die drei Zäune. Und der Rest ist halt Bodenstoffe.
Gut, wir können noch zwei Knöpfe und Dings bauen. Dann ist das optisch auch nochmal dran. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchen Stoffen. Das werden wir gleich rausfinden müssen. Aus dem nicht, okay. Dann muss es einmal aus dem und einmal aus dem glatten dann sein. Wo ist es denn? Da. So. Kein Platz mehr. Ja, das haben wir gut hinbekommen. Oh Gott. So, jetzt noch den Spieß hinterher. Der ist echt der Hammer, der Spieß. Der ist echt der Hammer. Ich glaube, für den, obwohl Tofu... Ersetzt das Tofu? Müssen wir gleich mal gucken. Wir hatten jetzt was für einen Knopf? Nee, noch gar keinen. Ein Knopf. Wo ist denn? Ich hab doch nicht. War mir nur so? Ich dachte, ich hätte noch einmal Kumatit-Blöcke rausgeholt. Können wir das mal sortieren, bitte? Ach du Scheiße. So. Was auch immer ich gerade gesammelt habe. Wahrscheinlich das, was ich gesucht habe. Pass auf, dann machen wir nämlich einen hier ran und den anderen da ran, wo man ihn nicht sieht. Genau. So, jetzt haben wir alle Baustoffe zusammen. Schilder oder so ein Mist habe ich nicht, ne? Das habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf, ja. Weil ich gerade für Schilder brauche ich Wolle. Und Frames Wolle hatte ich von irgendwo gesehen. War das in dem hier? Oder ein Project, ne? Salt. Ich pack dich mal hier neben. Eier. Oh, hier haben wir auch noch ein paar Stone Slabs. Auch nicht schlecht. Und ganz schön viele Stone Slabs. Wie ich gerade... Hä? Ach, das ist ein Stone. Das ist nochmal was anderes. Oh Gott. Dann brauchen wir den grünen. Dann war das hier im Project Backpack drin. Oder? Ja, genau. Ah nee, warte mal. Wie war denn das mit den Holz... Sign? War das... Heißt das Sign? Ach so. Okay. Viel einfacher als gedacht. Nicht so kompliziert denken. Das tut nur weh. So und einmal so. Ja, so in etwas müsste man sich das vorstellen. Daneben kommt dann der nächste Grundstoff und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird die Fläche niemals reichen, aber sie ist ja schier endlos. Man kann da lang, man kann da lang, da lang. Wobei... Hier werde ich wahrscheinlich einen Zaun hinstellen und den irgendwann mal Esel besorgen, weil hier oder hier dran vorbei an dem schönen, wunderschönen See runter zum Steinbruch. Ich glaube, das passt. Wenn hier der Steinbruch ist, am See vorbei, die Koppel mit den Eseln daneben. So, ist nur die Frage, wo stellen wir das jetzt drauf? Müsste eigentlich, ja, so zum Beispiel. Und da müsste jetzt Komatit... Ich weiß gar nicht, wie es geschrieben wird. Komatier. Wartet mal. Müssen wir gleich nochmal abschlagen. Koma... Mit Doppel-I. Komatit. Okay. Komatit. So. Komatite. Ja, so geht's auch. Vor allem steht das leicht schräg, ne? Gut. Bisschen wackelig, aber hey. Man kann sehen, was es ist. Ja, so in etwa hatte ich mir das gedacht. Genau. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Baustellen hier zu versorgen.
Also es reicht gerade so mit 6 Blöcken. Also wenn man das natürlich weiter baut in der Form, mag es gehen, aber es ist nicht ganz ohne. Vor allem sich hier durch das Ding durchzuwuseln, ne? Wenn du hier durchlaufen willst. Wobei es geht. Es ist ja halt ein Lager. Was soll man machen? Es ist ein Lager, müssen wir so akzeptieren. Hier kommt noch nachher was anderes hin. Mir fällt gerade was ein. Hier werde ich noch einen kleinen Blumenpott oder sowas hinstellen. Mit erhöhter Größe. So, das ist gut. 1, 2. Knapp, aber egal. Normalerweise müsste ich das Ganze auch nur einzäunen, aber das wird natürlich mega schwierig. Ach, scheiß drauf. Wir leben in einer friedlichen Welt. Hier gibt es nur Skelette und Zombies. Und ich glaube nicht, dass die Steine klauen wollen. Wäre ziemlich skurril, muss ich sagen. Gleiches könnte man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Baumschule baut, auch mit Holz machen. Weil es gibt ja bei Holz auch verschiedene Arten, es zu veredeln. Obwohl, nee, eigentlich nicht ganz so viele, ne? Es gibt halt nur die Möglichkeit... Ja, nee. Es gibt nur die Möglichkeit, Slabs und Dings rauszumachen, aber direkt veredeln kann man es ja eigentlich nicht. War eine blöde Idee. Einfach bitte streichen. 2, 3... Und ja, es sagt doch wieder keiner was, Mann. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Da war ja was. Da. Ja, vor allem das Problem ist, wenn ich jetzt natürlich auf alles Slabs und Treppen mache, ne? Ich kriege irgendwann ein brutales Platzproblem. Es sei denn, ich verwurste die restlichen gleich irgendwo. Ach nee, das war ja richtig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Müssen wir alle raus. Ich habe überall Treppen und Slabs und Stairs und so ein Scheiß. Wo soll ich das verwursten nachher? Ich bin gerade so am Überlegen, ob ich noch irgendwie ein unterirdisches Lager für Stairs einbaue oder... Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht für mich selber, aber das ist ja auch Blödsinn. Dann habe ich ja ein ewiges Platzproblem. Also ich wollte eigentlich, wenn möglich, nicht mehr als 10 Taschen irgendwann haben. Weil es ist schier unmöglich, die auseinanderzuhalten. Ich habe jetzt schon Probleme, wenn ich mal nach langer Zeit wieder einlogge und aufnehme, hier durchzusehen, was war wo drinne. Was war wo drinne, genau. Und den, das Regal... Was bei George jetzt im Haus hängt, das müssen wir auch alles wieder abbauen. Wir müssen das Haus hier noch im Zustand setzen, wie es mal war. Die ganzen Schmieden müssen abgebaut werden, also die Öfen und